meine Hitschler-Fans und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo mit einem neuen Produkt von Hitschler. Ja, ihr kennt ja wahrscheinlich alle die Hitschis, die Kaubonbons und die gibt es jetzt auch in der Sorte mit Watermelon. Ja, also Wassermelonengeschmack. Ihr seht hier einmal zwei unterschiedliche Sorten. Ja, einmal grün und rosa. Aber es handelt sich hierbei tatsächlich nur um eine Geschmacksrichtung und zwar um Wassermelone. Ich mag Wassermelone tatsächlich sehr, sehr gerne. Es gibt immer wieder leckere Kaugummis und Kaubonbons, die auch nach Wassermelone schmecken. Sie sind sehr klein. Ja, die normalen Originalen sind, glaube ich, ein bisschen größer. Wir fangen mal an mit grün. Gleich beim ersten Bissen haut echt schon diese Melone raus. Also, boah. Es ist sehr süß und es schmeckt extrem intensiv nach Wassermelone. Also kann man erstmal schon mal nichts mit falsch machen. Da bin ich menschlich gesehen ziemlich abstoßend. So, wie gesagt, das ist eine Geschmacksrichtung. Ich probiere es aber trotzdem mal hier die rosane Sorte. Und tatsächlich ein bisschen anders. Es schmeckt auch melonig, aber es ist rosa und ich würde jetzt sagen, würde ich es erraten, würde ich sagen Himbeere, so von der Optik her. Es schmeckt auch tatsächlich ein bisschen beerig. Also es schmeckt diese Grün, finde ich jetzt vom Geschmack, ein bisschen intensiver. Ja, die schmecken eindeutig sofort gleich nach Wassermelone. Hier muss man ein bisschen länger drauf rumkauen. Die sind etwas süßer, aber etwas dezent vom Melonengeschmack. Vielleicht muss man ja auch einfach beide Sorten in einer Hand und sich dann so im Mund kippen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall schmecken die Grünen mehr nach Wassermelone als die Rosanen. Nichtsdestotrotz schmecken die Rosanen auch irgendwie melonig. Leute, das ist ein Produkt, was nach dem schmeckt, was draufsteht. Jetzt muss jeder selber entscheiden, ob es seinen Geschmack trifft. Ich mag am liebsten von den Hitschlern die roten und die rosanen. Einmal die in der Sorte mit Erdbeere und mit Himbeere. Das sind ja die, die in der originalen Mixtüte auch mit drin sind. Es gab auch mal die Sorte mit, ich glaube Tropical. Da war einmal die Sorte mit Kokos drin und auch Melone. Also das war richtig lecker. Hier haben wir jetzt mal Wassermelone. Ist lecker, es ist sehr künstlich. Es ist eine sehr, sehr künstliche Süße. Nichtsdestotrotz schmeckt es nach Wassermelone. Ich finde das schade, dass die Rosanen aber da so ein bisschen ja, nicht so gut mithalten, weil die Grünen wirklich sehr intensiv schmecken. Naja, ich würde denen trotzdem 6 Punkte geben. Man kann es machen. Ich habe sie bei Penny entdeckt und ja, auf jeden Fall eine gute Sommeredition.